Diese Bilder hier sind sonntags entstanden, am 2. Juni 2013. Es war der Tag, an dem mir der Gedanke kam, das könnte schiefgehen mit der Elbe. Montagabend wussten wir, es würde schief gehen. In der Nacht zuvor hatte die Feuerwehr per Lautsprecher die Bürger der Stadt vor Pegelständen von 11 Metern, nahe denen von 2002, gewarnt. Sonntags war noch von 8 Metern die Rede gewesen. Die Bürger der Stadt hatten noch etwas Zeit, aber das Wasser würde kommen. Dienstags am 4. Juni wurde es dann ernst. Die ersten hatten ihre Wohnungen schon verlassen und es war klar, an diesem Tag würden noch viele folgen. Dienstagabend bringt mich der Zug von Arbeit nach Hause. In Pirna hat sich die Lage dramatisch zugespitzt. Nur ohne Schuhe und mit hochgeschlagenen Hosen gelingt es mir noch, den Bahnhof zu verlassen. Dienstagabend. Die Bundeswehr hat den ganzen Tag über in Kopitz Sandsäcke abgefüllt und auch am Mittwoch geht die Arbeit noch weiter.
Mittwochnachmittags. Inzwischen ist klar, die Werte von 2002 würde das Hochwasser verfehlen. Aber es ist schlimm genug. Die Pirner besuchen ihren Marktplatz, um sich einen Überblick zu verschaffen. Dann ist es Donnerstag geworden, der 6. Juni. Irgendwann an diesem Tag lief der Scheitel durch die Stadt. Der Höhepunkt war gekommen. Sogar vom Kottauer Spitzberg aus konnte man an diesem Tag erkennen, dass mit der Elbe etwas nicht stimmt. Von Freitag an fielen die Pegelstände wieder, langsam, aber doch schneller als gedacht. Die Elbe verließ Pirna wieder, und es wurde sichtbar, was sie angerichtet hat. Thank you.
Die Arbeit danach. Alles, was nicht vor den Fluten gerettet wurde, kam verschlammt daraus hervor, wird gereinigt und getrocknet oder ist Müll. So wie dieser Gascontainer aus dem Ticiner Hafen. Der Schlamm der Elbe ist schnell verschwunden, aber die Müllberge sind noch mehr als eine Woche lang in der Stadt präsent. Es gibt viele Helfer, sehr viele. Die Firma Dr. Oetker engagiert sich auf dem Markt und hat alle Menschen, ohne hinzusehen, kostenlos mit Essen und Trinken versorgt. Wir hatten also zu tun. Wir haben Schlamm weggespült, haben Keller gereinigt, aufgeräumt. Und was haben wir nun daraus gelernt? Von Jahrhundertflut zu Jahrhundertflut sind gerade einmal 11 Jahre vergangen. Es wird wieder passieren. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht auch in 20 Jahren. Wer weiß. Ich glaube nicht, dass Pirna ohne die Elbe sein möchte. Aber wir müssen wohl damit leben, dass der Fluss so seine Launen hat.